Das ist überwacht. Also wenn ich dachte, das ist. Auf ein kleiner Insel. Oder ein Fels. Das ist der Felsvorsprung, den wir schon gesehen hatten von der Schule aus. Der darf sein. Das ist der Ort. Genau hier stand Tom Riddle als kleiner Junge. Viele Jahre später kam er zurück. Unter anderem Namen. Nun sind es Lord Voldemorts Hindernisse, die uns im Weg stehen. Sir, da sind Leichen im Wasser. Vorläufig müssen wir uns deswegen keine Sorgen machen. Das kann man mit Buch. Allerdings solltest du nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Glauben Sie, dass der Horcrux hier ist? Oh ja. Ich denke, dass die Flüssigkeit getrunken werden muss. Erinnerst du dich an die Bedingung, unter der ich dich mitgenommen habe? Gut. Egal, was dieser Zaubertrank auch mit mir macht, du musst mich zwingen, ihn zu trinken. Aber, Sir! Du hast mir dein Wort gegeben, Harry. Und nun, auf dein Wohl. Der trinkt. Tut nicht, Harry, da zu verleiten. Sir! Sie können nicht aufhören, Professor. Sie müssen weiter trinken. Ich will nicht. Zwing mich nicht. Lass es aufhören. Bitte. Lass es aufhören. Personal sagt nein. Es wird ja aufhören, aber nur, wenn Sie trinken. Bitte. Nur noch das hier, Professor. Nur noch das. Oh, Wasser. Wasser. Das Wasser.
Sie müssen in den Krankenflügel, Sir. Das sieht echt nicht gut aus. Nein. Es ist Professor Snape, den ich brauche. Schnell, Harry. Versteck dich. Und gib dich nicht zu erkennen, egal was passiert. Professor! Tu, was ich dir sage, Harry. Du kannst zusammenreisen. Sie sind kein Mörder, Draco. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe Dinge getan. Wie zum Beispiel Katie Bell verflucht? Es sind Todesser hier! Ich habe den Unsichtbarkeitsschrank im Raum der Winsche repariert. So kamen sie hierher. Das wussten sie nicht, oder? Expelliarmus! Sehr gut, Draco. Aber ich muss Sie warnen. Es ist nicht so einfach, jemanden umzubringen. Ja, sieh mal einer an, den wir hier haben. Dumbledore, ohne Zauberstab und ganz allein. Tu es, Draco! Er hat nicht den Mumm dazu. Der dunkle Lord befahl! Der Junge muss es tun! Nein! Severus, bitte! Avada Kedavra! Snape! Oh oh. Und Snape hat Dumbledore umgebracht. Weg hier! Schnell! Es ist vorbei! Zeit zu gehen! Snape, der Verräter. Oder bin ich? Na, du meinst jetzt Polygon? Gut, also allein. Au. Oh nein, 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 hä? Achso, guck einer an. Ich stehe aufrecht. Ein Stegatron. Schnell und rum, wir sind jetzt. Das ist das letzte Duell noch machen sollen. Das hat geklappt. Ein weniger. Oh. Okay, wir werden mal irgendwas Großes bekämpfen. Auf der Brücke. Oh Gott, hier ist Hunde. Dumbledore ist tot. Super. Ich
glaube, es ist immer nur eine Episode und ich glaube, drei machen wir auf jeden Fall. Fußbau, Wasserkopf. Also, es ist nicht im Fokus, es ist natürlich schon. Man muss aber auch treffen, es ist gut. Bleib liegen. Lassie. Rakego! Geh! Snip! Sektum Sempra! Sie wagen es, meine eigenen Zauber gegen mich einzusetzen, Potter? Ja, ich bin der Halbblutprinz. Nein. Ich habe die ganze Zeit Buch gehabt, deswegen war doch gut zu guten Zaubertrank. Hagrid lebt! Hagrid! Hagrid! Alles in Ordnung, Harry. Keine Sorge, das ist nichts, was Dumbledore nicht wieder richten könnte. Hagrid! Dumbledore! Und was ist mit dem dunklen Mal? Wurde einer getötet? Wo ist Dumbledore, Harry? Wo ist Dumbledore? Fox. Das dunkle Mal am Himmel. Wir könnten es einrichten, dass der Hogwarts-Express morgen kommt. Was ist mit Dumbledores Begräbnis? Sie sollten die Schüler nicht nach Hause schicken. Sie wollen sich sicher von ihnen verabschieden. Der nette Dumbledore. Severus Snape. Das heißt, wir haben vier Horcruxe, oder? Voldemort selbst. Es war Snape. Es war immer Snape. Und ich habe nichts getan. Komisch, wenn man bedenkt, dass das ein Teil von Voldemorts Seele ist. Ja, nur ist es das nicht. Das ist eine Fälschung. Es war ein Stück Pergament drin. Jemand hat den echten Horcrux gestohlen und nun muss ich ihn finden. Ich muss beenden, was Dumbledore angefangen hat. Wir müssen es beenden. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du all diese Horcruxe alleine finden kannst. Denkst du, dass wir jemals wieder nach Hogwarts zurückkehren werden? Ich weiß nicht. Aber es sind immer noch vier Horcruxe dort draußen. Und ich werde sie alle zerstören. Und falls mir unterwegs Severus Snape über den Weg läuft, na, dann kann er sich auf einiges gefasst machen. Okay, das Ende war halt sehr abrupt. Aber ja, wir sind durch. Gefühlt irgendwie der kürzeste Teil bisher. Also, die Zaubertränke hast du länger gemacht, aber ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, vom Schneiden her müsste ich jetzt ungefähr bei 11 Folgen sein. 10 oder 11. Rekapitulieren wir mal ganz kurz. Also, Malfoy sollte also Dumbledore töten und Snape sollte ihm helfen und hat sein Leben daran gebunden. Und um überhaupt die Todesser ins Schloss zu kriegen, damit er eine Chance hat, hat er halt diesen verschwindenden Schrank im Raum der Wünsche organisiert. Deswegen hat er auch rumexperimentiert, was damit passiert. Und wir haben nur drei Horcruxe, denn, also drei in Anführungsstrichen, weil Voldemort ist selber einer. Wir haben das Buch, das Tagebuch zerstört und der Ring hatte die, ja, der Feder hat ja nicht geklappt jetzt. Ja, also ich finde es erstaunlich, dass sie das Hogwarts-Gelände relativ ähnlich zum fünften Teil gelassen haben, was ich gut fand, weil es war das beste Hogwarts überhaupt. Ich muss aber zugeben, dass ich das fünfte irgendwie... Also, besser fand irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie mehr Interaktionsmöglichkeiten, weil hier dieses, mit diesen komischen Wappen und die vor allem runterholen, aber wenden, das war irgendwie so, oh, schon ein bisschen nervig. Weil, ihr habt ja gesehen, wie, dass man immer nur diese Begabung der Leviosa in der gleichen Ebene halten konnte, da musste man halt in eine Richtung was schießen, das konnte halt beliebig komisch fliegen. Die Minispiele dagegen, okay, die, das Trankbrauen haben sie echt übertrieben. Das war ein bisschen zu viel meines Erachtens. Dagegen fand ich diesmal Quidditch wieder ganz cool.
auch eine ganz nette Sache und wieder Schönes eingebaut haben. Ansonsten, was gab's noch? Das Duellierclub-mäßige war auch okay. Allgemein war das Duellieren besser als im letzten Teil, weil die Zauber ein bisschen intuitiver waren. Das letzte war ja irgendwie alles mögliche an Tasten. Problem war nur, dass Levi Corpus unheimlich stark war. Wenn man da einmal getroffen hatte, hatte man ja schon ein Viertel der Leiste abgezogen, egal wer es war. Das ist irgendwie gefühlt relativ viel. Das Wappensystem ist so semi-toll gewesen. Kleine Wappen einsammeln als Bohnenersatz, um da große zu kriegen, um dann halt das irgendwie voll zu füllen. Uff, ja, war... Also ich meine, ich könnte jetzt noch ein paar suchen. Muss ich mal gucken, ob ich es mache. Weil irgendwie die Belohnung war jetzt auch nicht so toll. Du wirst stärker duellieren oder findest irgendwelche Bomben, die irgendwie auch nichts machen. Die haben ja nicht mal irgendeinen tollen Effekt. Also von dem, was ich jetzt getestet habe. Storymäßig, es war wieder schön, dass die Sequenzen waren und es war eigentlich hübsch gemacht. Das haben sie halt irgendwie gelernt, fand ich jetzt im fünften und sechsten Teil, dass sie mehr, also eher so versuchen, zumindest am Film irgendwo zu sein und nicht komplett frei. Im ersten drei war ja irgendwie sehr wenig Sequenz, was aber trotzdem ein gutes Spielprinzip war. Das vierte lassen wir außen vor und ja, ich würde den da auch so in der Fünferregion einschätzen, Teil 5. Die Grafik wirkte aber irgendwie seltsam, oder? Also irgendwie, je besser das typische Problem halt, dieses Uncanny Valley oder wie das heißt, je besser die Technik wird, desto seltsamer fühlen sich diese Gesichter an. Also das wirkt diesmal sehr komisch. Grafik war gut, es war von der Abwechslung her war es halt durch den Zaubertrank irgendwie sehr oft unterbrochen, weil du musst wieder was brauen und da musst du wieder was brauen. Das hat schon ein bisschen genervt. Das hätten sie ein bisschen einschränken können. Ansonsten, was gibt's zu sagen? Sie haben Hogwarts halt zwar übernommen, aber an manchen Stellen ein bisschen eingeschränkt. Dass es von Auroren gesperrte Gebiete haben, damit wollten sie umgehen, dass man vorher dort irgendwo hinkommt. Wo ich so denke, warum? Dann ist man ja immer halt rumgelaufen, wie im fünften Teil, wo man das ganze Hogwarts schon angucken konnte. Aber vielleicht war es ein Kritikpunkt gewesen von manchen, dass sie halt viel zu viel hatten. Es war auch schöner diesmal, dass die Herumtreiberkarte ersetzt wurde, also zumindest diese Fußspuren, durch Nick, fast kopflosen Nick, weil der hat ein bisschen mit dir geredet und ist in eine Richtung gegangen. Es war auch klar, in welche Richtung du gehen musst, weil es war bei den Spuren ja immer ein bisschen komisch. Was natürlich unschön war, war dagegen, dass ich irgendwie die Map nicht aufrufen konnte. Also ich habe es zumindest jetzt im Spiel nicht entdeckt, wenn es da die Möglichkeit gab. Also insgesamt Zaubersystem besser, 3 Angriffszauber. Also wir haben natürlich Stupor, wir haben Expelliarmus zum Kurzzeichen umwerfen und halt Leviokopus zum Fliegen. Verkehrt oder richtig rum haben wir ja gesehen. Beziehungsweise zum lange halten bei Stupor, damit wir einen starken machen. Ansonsten 3 normale Zauber, wie Gavin Leviosa, das war seitwärts bewegen. Dann normal das Incentio, in dem einfach vor und zurück das gehen und Reparo, in dem wir es drehen. Das war den, dass man die Magie zerstören konnte und durch Gitter nehmen und damit zusammensetzen. Das ist nicht immer natürlich passt, ist klar, aber das ist ganz nett gewesen. Hat mir gefallen. Aber insgesamt ist natürlich weniger Möglichkeiten mit Objekten zu interagieren. Das war halt irgendwie in der 5 schöner, weil man muss das probieren, da kann ich das jetzt ziehen, drücken, reparieren, entzünden oder sowas. Und hier war es ja einfach nur alles einmal anzaubern und das kleine Wappen rauskommen und ansonsten an ein, zwei Stellen siehst du da, dass da Kraut ist, also verbrennen. Du siehst, dass da irgendwo das Wappen im Verband ist, also mit Wingardium was dagegen werfen, was nicht gut geht. Oder hinter einem Gitter, dann musst du es halt zerstören und überziehen. Kann man sich das hinher überlegen. Okay, 2003, 2002 war das gewesen. So, wo kommen wir raus? 72 von 150. Besonders hell. Okay, wollen wir mal schauen. Wo kommen wir denn jetzt raus? Hi, Harry! Ja? Ach, sag mal hier, das hab ich da übersehen. Incendio! Da war ja noch ein Wappen. Achso, wir dürfen jetzt in der Schule nochmal weiter rumgehen. Wir dürfen also das Schuljahr noch ein bisschen abschließen für uns. Na gut,
Ich würde mal noch ein bisschen rumgucken. Wenn ich noch irgendwas Tolles mache, würde ich das nochmal in ein extra Video packen. Ansonsten wäre es das erstmal gewesen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Landitor. Ciao, ciao. Bis zum 7. Teil. Zum 7.1, 7.2. Mal schauen, wie schnell wir dazu kommen. Bis dann, euer Landitor. Ciao.